Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin etwas außer Atem, denn Sveas neues Bett kam gerade an. Und ich dachte, wenn ich die Lieferung bezahle, liefern die mir das zumindest in den vierten Stock. Nee, die haben das wirklich nur unten in den Hausflur gestellt. Und das Lattenrost steht sogar vor der Tür, weil sie es nicht durch die Tür bekommen haben. Aber ich alleine schaffe das, oder was? Jetzt habe ich schon die Teile, die ich selber tragen konnte, hochgetragen. Und jetzt kommt jemand, um mir zu helfen. Mit dem einen langen Teil und dem Lattenrost. Und ich dachte eigentlich auch, die bauen mir das zusammen. Jetzt brauche ich also auch noch jemanden, der mir das zusammenbaut. So, wie ihr seht, da steht übrigens das Lattenrost. Kam in der Zwischenzeit nicht nur Sveas neues Bett, sondern ich war auch beim Friseur. Da das Wetter heute aber so richtig, richtig herbstlich ist, man sieht auch nicht besonders gut, weil es sehr dunkel ist, grüscheln die sich schon wieder ein bisschen. Aber das werden wir heute im Laufe des Tages bestimmt noch mal besser sehen. Genau. Yay! So. Bett ist aufgebaut. Ich habe dann noch die Bude sauber gemacht und gewischt und alles, weil jetzt gleich meine Mädels kommen. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Denn heute startet tatsächlich endlich unsere Dildo-Party. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt und werde morgen ein wenig berichten und wünsche uns jetzt erstmal einen feuchtfröhlichen Abend. Guten Morgen am Samstag. Also die Dildo-Party ging sehr, 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 sehr lang. Ich glaube, ich war 12:30 dann im Bett. Aber es war sehr interessant. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben einiges an Geld ausgegeben. bin auch schon sehr gespannt. Wir durften ganz, ganz viel ausprobieren, uns angucken. Und einiges steht auch noch so auf meiner Wunschliste. Also kann ich echt empfehlen, es echt mal auszuprobieren, zu machen. Wir hatten eine Dildo-Fee da. Da kann ich euch gerne mal was in der Infobox verlinken. Da kann man halt eine Anfrage stellen. Und dann meldet sich einfach die Dildo-Fee in eurer Nähe bei euch. Und ja, führt das dann mit euch durch. Ist übrigens auch für Paare. Also kann man durchaus auch in so einem Paarabend machen, wo halt nur Paare sind müssen. Muss jetzt nicht sein, dass das zum Beispiel alles nur Frauen sind. So, ich bin dann heute auch recht zeitig wieder aufgestanden, so gegen 7:30. Habe jetzt noch ein bisschen was gearbeitet und werde mich jetzt fertig machen, weil wir heute zu IKEA fahren. Ich war seit Monaten, vielleicht sogar schon seit einem Jahr bestimmt, nicht mehr bei IKEA tatsächlich. Also bei uns muss man auch ein Stück fahren bis zum nächsten IKEA. Wir haben uns das jetzt schon seit Monaten vorgenommen und es ist halt immer nicht so einfach zu realisieren. Und heute fahren wir endlich. Endlich wieder IKEA. Endlich wieder lecker Sushi essen. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Tag mit meinen zwei besten Freunden. Das wird super lustig. Vor allen Dingen aufgrund der vorangegangenen Dildo-Party gestern Abend haben wir heute viel zu besprechen. Und es wird einfach wunderschön. Ich freue mich seit Wochen darauf und werde auch die Kamera nicht mitnehmen, weil ich das einfach genießen möchte. Und deswegen sehen wir uns dann einfach später. So, am späten Nachmittag bin ich jetzt wieder zu Hause. Und ich bin scheiße müde. Was zum einen was damit zu tun hat, jeder kennt das, wenn man durch IKEA läuft, läuft man ja Kilometer weit. Hat das mal jemand getestet, wie viele Kilometer, wie viele Schritte das sind, wenn man einmal durch IKEA läuft und alles mitnimmt? Dann waren wir noch sowas einkaufen. Meine Oma schenkt nämlich den Kindern zum Beispiel neue Bademäntel. Und die habe ich noch gekauft und wir waren noch Sushi essen und Schokokuchen essen. Und dieser Schokokuchen, der war so mächtig. Uns geht es allen jetzt so schlecht. Und ich zeige euch jetzt noch, was ich bei IKEA eingekauft habe. Denn, also ich habe nur Kleinkram gekauft. Aber da sind ein paar Sachen dabei, die die Kinder in die Adventskalender bekommen. Und er hatte ja gesagt, dass euch das so ein bisschen interessiert. Also bei mir ist das so, es gibt mal einen Tag nur wirklich eine Kleinigkeit. Da gibt es mal ein Quetschi oder ein Riegel oder irgendwas Süßes. Und dann gibt es halt auch mal Tage, wo es mal ein bisschen was Größeres gibt, was auch ein bisschen teurer ist. Aber ich hasse es, Schnickschnack zu kaufen, nur damit es günstig ist. Und deswegen gebe ich manchmal gerne ein bisschen was mehr aus. Aber es ist was Sinnvolles, was die Kinder wirklich gebrauchen können und über was sie sich freuen.
Und das zeige ich euch jetzt noch und ich glaube, dann gehe ich erstmal eine halbe Stunde schlafen. Weil wir haben uns dann zum Pizza-Essen und Trinken verabredet. Zum Pizza-Trinken. Also zum Pizza-Essen und was Trinken verabredet. Und was arbeiten will ich dann auch noch. Aber ich glaube, ich muss dann erstmal eine halbe Stunde schlafen. genau, aber ich zeige euch jetzt erstmal meine IKEA-Ausbeute. So, das hier ist erstmal mein ganzer Krempel. Fangen wir mal damit an. Das ist eine Kerze in der Dose. So sieht das aus. Also die Dosen sind schon mal echt mega schön. Und die riecht so, so genial. Wirklich super, super lecker. Ich habe sonst echt keine Kerzen mitgenommen. Sonst nehme ich immer Kerzen bei IKEA mit. Aber ich hatte noch so viele von Kerzenlieferant. Und deswegen habe ich nur die gleich zweimal mitgenommen. Ich glaube, das wird so ein exklusiver Duft für mein Schlafzimmer. Die riecht echt super gut. Also schaut euch die mal an. Wie heißt die? Wird bestimmt anders ausgesprochen, aber Winter 2018 oder so. Also die habe ich gleich zweimal mitgenommen. Die riecht echt gut. Dann habe ich mir Servietten mitgenommen. Und zwar, also ich benutze normalerweise keine Servietten. Aber ich habe was Bestimmtes vor, wo ich so eine Serviettentechnik mache. Und da wollte ich unbedingt diese Servietten verwenden. Die hatte ich schon bei Instagram gesehen. Und ich finde die echt mega, mega schön. Und das passt so schön für das, was ich davor habe. Genau, dann habe ich mir Süßigkeiten mitgenommen. Die sind gelatinefrei. Ich versuche es nicht einfach auszusprechen. Es hat sowieso keinen Sinn. Genau. Freue ich mich schon drauf. Ich denke, die gibt es morgen Abend. Genau. Dann habe ich ganz normal Trinkröhrchen mitgenommen. Auch aus keinem bestimmten Grund, sondern einfach, weil wir keine Trinkröhrchen hatten. Auch sowas super Banales, aber ich hatte es tatsächlich noch nicht. Und zwar ein Schuhanzieher. Und ich hatte jetzt immer wieder den Fall, dass ich gefragt wurde, hast du keinen Schuhanzieher? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich einen. Dann habe ich zweimal Weihnachtsgeschenkpapier mitgenommen. Wieso habe ich denn zweimal dasselbe? Ich habe gedacht, ich habe zweimal unterschiedliches mitgenommen. Nun gut, es wird schon weggehen. Und so habe ich dieses hier mitgenommen. So sieht das aus. Die hatten eigentlich recht Schönes dabei. Obwohl meine Freundin sagt, es gab schon mal Schöneres. Und dann das hier. Ich glaube, man nennt es Potpourri, würde ich meinen. Es riecht wirklich super, super lecker nach Beeren. Ist jetzt nicht irgendwie für die Weihnachtsdekoration gedacht, weil zu meinem Harry Potter-Thema passt es nicht. Das bleibt liegen bis zum Frühjahr. Und dann ist das, glaube ich, mega, mega schön. Es riecht super, super lecker. Vielleicht lege ich es mir sogar in den Kleiderschrank, damit das dort ein bisschen riecht. So, und jetzt zeige ich euch noch die Sachen, die ich für die Kinder habe. So, zum einen neue Kinderbastelscheren. Wir haben nämlich tatsächlich nur eine Kinderschere und hier ist noch so eine dabei, die so Zackenmuster macht. Ich glaube, das finden die richtig, richtig genial und da gibt es halt einen Tag, bekommt halt jeder eine Schere rein. Dann das hier, es ist eigentlich ein Babyspielzeug, aber ich weiß, dass Svea das lieben wird, weil das tatsächlich klappert. Und da bekommt sie halt an zwei Tagen ein Kätzchen. Ja, es gab noch ganz viele andere solche kleinen Kuscheltiere, aber die haben mir tatsächlich echt nicht gefallen. Die sahen hässlich aus. Und hier weiß ich dadurch, dass das klappert, wird die das halt so geil finden. Dann habe ich gekauft dieses hier. Ich würde sagen, das sind so Stempelstifte. Also hier seht ihr die Motive und es sind halt 6 Stück drin. Das heißt, damit habe ich schon mal 3 Tage abgedeckt. Das verteile ich dann einfach rein. Also kann man sagen, das sind mal schon mal 3 Tage. 4, 5, 6, 7, wenn man es so will. Ein bisschen was habe ich sogar auch schon da. Und dann das hier bekommt jeder eine. Und zwar sind das so Taschenlampen, die man, da muss man hier oben drehen, kurbeln und erst dann leuchten die. Und ich glaube, das wird denen mega viel Spaß machen. Ich hatte sowieso eine Taschenlampe schon im Sinn. Und dadurch, dass man die halt auch noch kurbeln muss, wird denen das unglaublich viel Spaß machen. Und das leuchtet dann auch nicht so lang. Da verlieren die dann irgendwann die Lust dran. Ansonsten würden die, glaube ich, die Taschenlampen brennen lassen, bis die Batterien leer sind. Genau, und da bekommen sie tatsächlich auch einen Tag dann auch sowas Größeres halt mit rein. Ich glaube aber, es könnte tatsächlich passieren. Also ich habe ja solche selbstgenähten
Weihnachtsstrümpfe, wo das dann jeden Tag reinkommt. Obwohl, wenn ich das auspacke, passt das da auch rein. Ansonsten, wenn es jetzt nicht reingepasst hätte, hätte es an dem Tag unser Wichtel gebracht. Aber ich glaube, das passt. Genau, also falls ihr da wieder ein paar Anregungen hattet, vielleicht für den Adventskalender, vielleicht ist ja was für euch dabei. Also das ist, glaube ich, eine relativ gute Idee. Das machen meine Kinder tatsächlich auch sehr gerne. Und ich hasse aber diese Stempel, wo man noch ein Stempelkissen dazu braucht. Das habe ich schon so oft probiert und immer waren die Stempelkissen kacke und weiß der Kuckuck nicht. Und da ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Genau, das war's. Gute Nacht. Oh mein Gott, ich sehe so fertig aus. Das macht einen Tag bei IKEA mit mir. Ich fahre jetzt zu meinen Freunden. Wir sind alle so müde. Aber wir wollen trotzdem den Abend noch miteinander verbringen. Ich überlege tatsächlich, einfach hier so in meinem Hoodie zu fahren. Weil wir hängen ja eh nur auf der Couch ab und betrinken uns. Das kann man ja eigentlich gar nicht erzählen. Ich bin heute kein Vorbild. Es tut mir leid. Steinigt mich bitte nicht. Also ich mache jetzt los. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und morgen habe ich auch noch was ganz Cooles, was ich euch zeigen möchte. Denn heute kam ein Paket für mich an. Ich weiß auch schon, was es ist. Allerdings wurde das Paket bei meiner Nachbarin abgegeben. Und die war vorhin nicht da. Und deswegen kann ich das erst morgen abholen. Guten Mittag. Nachmittag fast schon. Ich habe wieder nicht so viel geschlafen. Ich glaube 6 Stunden. Bin um 3:30 ins Bett. Meine Freunde jetzt so, hä? Die ist doch um 11:30 bei uns losgemacht. Ja. Ja. Es ist wunderschönes Sonnenwetter, obwohl die gerade hinter einer Wolke ist. Aber es scheint wundervoll die Sonne. Und deswegen fahre ich jetzt mit dem Fahrrad zu meiner Mama und gehe mit dem Hund spazieren. Und nachher habe ich dann noch Interview für die Challenge diese Woche. Und dann sehen wir uns nochmal, weil ich euch ja zeigen möchte, was in meinem tollen Paket drin ist, was gestern ankam. Das sind jetzt hier die Produkte von Boutique Vegan. Ich werde die euch jetzt einzeln zeigen. Wir können ja einfach mal anfangen. Ich setze mich mal einfach hin. Wir können mal anfangen mit den Sachen, die so klassischerweise für die Kinder sind. Freche Freunde kennen wir eigentlich alle. Aber bei uns in den Supermärkten ist da tatsächlich, beziehungsweise auch bei Rossmann DM, die Auswahl nicht so groß. Und deswegen fand ich es super spannend, diese Frühstückssternchen mal zu probieren. Das ist Banane und Vanille. Das sind Frühstückszerealien. Weil die frechen Freunde mag ich wirklich tatsächlich sehr, sehr gern. Und bin gespannt, was die Kinder dazu sagen werden. Das ist geeignet ab einem Jahr. Das sind 125 Gramm. Und da ist gepufftes Bio-Getreide mit Bio-Apfelsaftkonzentrat, Bio-Bananen und Bio-Vanillepulver. Und das wird es dann am Wochenende bei uns geben. Da bin ich schon sehr gespannt, was die Kinder dazu sagen werden. Wenn ihr so ein bisschen erfahren wollt, was ich zu den einzelnen Produkten, was ich so darüber denke, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da werde ich das in den Storys so ein bisschen erzählen. Dann haben wir noch das hier für die Kinder. Yum Earth Organic Fruit Snack, Banane, Strawberry, Cherry und Peach, also Gummibärchen im Grunde. Genau, das haben wir dreimal bekommen. Das ist eine wunderbare Größe. Wir sind hier drin, 50 Gramm. Das ist super genial für unterwegs oder auch, und dafür werde ich es tatsächlich nutzen, für den Adventskalender. Also 2 gehen drauf für den Adventskalender und ein drittes gibt es mal so für unterwegs. Finde ich super schön. Und dann gab es noch Cookies, Oat Cookies, also mit Hafer. Voll süß gemacht. Die Verpackung ist auch so super, super schön. Finde ich auch klasse zum Verschenken. Ne? Also wenn man jetzt weiß, okay, man möchte vielleicht ein veganes Geschenkpaket machen, finde ich, sieht das auch super schön aus. Ich denke, die wird es auch mal für unterwegs geben oder im Kindergarten. Also ich liebe Haferkekse allgemein. Die sehen super schön aus. So, wo machen wir weiter? Und zwar hier Veggie Straws. Bin ich schon sehr gespannt. Also ich probiere halt auch unglaublich gern einfach neue Sachen aus.
Also Tomate, Spinat, aber was ist Kale? Geht das auch irgendwo auf Deutsch? Ja. Also Kartoffeln, Tomatenpulver, Gemüsekohlpulver, Spinatpulver, rote Beete, Kurkuma. Snacks auf Kartoffelbasis mit Gemüsegeschmack. Cool, also da bin ich schon mega gespannt. Das gibt es bestimmt mal abends irgendwie vor dem Fernseher. Und da werde ich aber auch die Kinder testen lassen. Mir ist das immer auch sehr wichtig, dass die Kinder da mal gucken, wie es denen schmeckt. Das meiste schmeckt denen. Ich glaube, ich hatte noch nie was dabei, was denen tatsächlich so gar nicht geschmeckt hat. Voll schön, wie viel Gramm sind das? 45. Finde ich tatsächlich, also entweder so abends vorm Fernseher oder für unterwegs, wenn man es nochmal in eine Dose packt, finde ich es auch eigentlich ganz geil. So, dann hier, da bin ich schon so gespannt. Das ist mal mega, mega krass. Sowas habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Ich habe zwei verschiedene, also Cranberry und Myrte. Was ist das? Das sieht eigentlich aus wie Heidelbeeren, würde ich sagen. Oh, mein Englisch ist so schlecht, ne? Nein, also so sieht das aus. Diese Verpackung. After Dinner. Und es steht tatsächlich nicht drauf, aber es sieht doch aus wie Heidelbeeren, oder nicht? Aber es könnte auch noch irgendwas anderes sein. Also so... Ich bin echt gespannt. Da bin ich echt, echt, echt gespannt. So sieht das Ganze aus. Wir machen mal hier die Verpackung noch auf. Da steht bestimmt noch einiges drin. Weil da habe ich echt keine Ahnung, was das ist. Oh Gott, ich hoffe, dass es eine Art Käse ist. Ich habe nämlich noch keine... noch nichts gefunden, was so in die Richtung irgendwie... Käse oder so geht. Das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen. Aber es sieht doch aus wie eine Käseplatte, oder nicht? Und After Dinner, also Käseplatte, gibt es eigentlich nach dem Essen. Bin ich echt gespannt. Das wäre mega geil. Das wäre mal mega, mega geil. Also da bin ich super gespannt. Wie gesagt, die Sorte habe ich auch noch. Oh Gott, das muss ich unbedingt ganz bald ausprobieren. So, was haben wir noch hier? Da bin ich auch mega gespannt drauf. Da freue ich mich super. Das ist Camembert. Mozzarella. Oder eine Art Mozzarella, veganer. Weil ich habe echt, also das ist wirklich was, was ich extrem vermisse. Käse und solche Sachen. Und habe aber tatsächlich noch nichts Gutes gefunden. Also da freue ich mich auch drauf. Da werde ich morgen gleich Tomaten einkaufen. Und mir das abends machen. Lecker, lecker, lecker. So, dann haben wir noch verschiedene Sachen. Und zwar, das ist eigentlich keine unbekannte Marke. Roba, Proteinriegel, könnte man auch sagen. Chia und Spiruline, Protein Power. Das ist sowas super Geiles, finde ich, für entweder unterwegs oder wenn ich halt sehr zeitig gefrühstückt habe und erst spät zum Mittagessen oder so komme für zwischendurch nochmal. Dann... Das kennt man eigentlich auch. Ich weiß, dass es bei Rossmann iShop gibt, bei DM schätze ich mal auch. Vegane Schokolade hat mir bisher tatsächlich immer geschmeckt. Und ich habe mir jetzt hier ausgesucht eine helle mit Haselnüssen. Yummy, yummy, yummy. So, und dann haben wir noch ein ganz paar Produkte, die ich echt auch noch gar nicht kenne. Ich kenne weder die Marke noch irgendwas anderes. Das ist alles von Protein Hero. So, Soy Protex, hier könnt ihr alles selber lesen. Ich bin gespannt. Das ist 100% Sojaproteinkonzentrat. Ergibt eingeweicht die 2- bis 3-fache Menge. Also ihr seht, das sind so kleine Stückchen. In Gemüsebrühe oder Wasser 10 bis 15 Minuten aufkochen, danach gut ausdrücken. Am besten schmecken die Streifen, wenn man sie ein paar Stunden mariniert. Danach kann man sie anbraten und nach Belieben weiterverwenden. Yay, geil. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich denke, das werde ich aber an meinem nächsten kinderfreien Wochenende ausprobieren. Oh Gott, ich rede schon wieder so viel. So, mal versuchen wir es mal ein bisschen schneller.
Aufkleber so ein bisschen. Aber im Grunde ist das jetzt hier so ähnlich. Nur nochmal in einer anderen Art und Weise und Form. Falls das tatsächlich schon mal jemand von euch probiert haben sollte, hier haben wir das jetzt nochmal. Weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Also farblich sieht man natürlich einen Unterschied. Würde ich jetzt wahrscheinlich herausfinden, wenn ich mir die Inhaltsstoffe genau angucken würde. Wenn das tatsächlich schon mal jemand von euch ausprobiert hat und damit geniale Rezeptideen hat, dann schreibt mir das mal unglaublich gerne in die Kommentare oder irgendwo als Nachricht. Da muss ich erstmal schauen, was ich damit tatsächlich mache. Und dann haben wir das nochmal so. Das ist jetzt Erbsenproteinkonzentrat, funktioniert aber im Grunde genauso. Also mit der Flüssigkeit und bis das dann eingeweicht ist. Danach nach Belieben zubereiten und würzen. Also hier bei den vier Sachen muss ich tatsächlich erstmal herausfinden, was ich damit mache, was man da so dazu macht, aber kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen und bin ich einfach sehr gespannt, das auszuprobieren. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an Boutique Vegan. Ich freue mich so darauf und bin sehr gespannt, das alles auszuprobieren. So, ich mache mir jetzt gerade einen Tee. Und werde dann mal meine Ikea-Gummibärchen probieren, die hier so schmecken. Ich hatte das vorhin gerade so ein bisschen angerissen, weil ich ja gerade ein Interview noch hatte. Falls ihr es gestern nicht mitbekommen habt, habe ich eine neue Challenge gestartet. Und zwar diesmal ist das Thema mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen. Könnt ihr euch gerne von gestern quasi noch das Video angucken. Und dann gibt es morgen schon wieder das nächste. Und das mache ich eine Woche lang. Es gibt 4 Videos, so ein paar Mini-Übungen. Die ihr auf jeden Fall schafft. Was ich euch jetzt gerne noch zeigen wollte, ich bin ja so ein Prospekteopfer und habe mir die vorhin mal angeguckt und habe bei Rossmann einiges entdeckt, was ich noch holen werde für den Adventskalender. Deswegen wollte ich euch das gerne noch zeigen. Und zwar ist ja bei uns sehr beliebt Play-Doh und da gibt es diese ganz kleinen Einzeldosen für 80 Cent, könnte man machen. Ich habe mich aber tatsächlich für das hier entschieden. Da sind 6 Dosen drin und was das Geile ist, das ist Konfetti-Knete. Und bei uns ist, also die können wirklich jeden Tag kneten. Und deswegen werde ich dann noch 6 Dosen holen. Das sind dann quasi nochmal 3 Tage. Und dann gibt es noch aller möglichen anderen Klimbim, was mich jetzt nicht so interessiert hatte. Ich hole eventuell, ich weiß es noch nicht, ob ich jetzt unbedingt das von Glibby nehme oder irgendein anderes. Also irgendein Knisterbad werde ich tatsächlich noch holen. Und dann werde ich noch einmal Slime holen. Und genau, das hole ich nächste Woche. Und dann habe ich tatsächlich schon fast alles für den Adventskalender zusammen. Wie gesagt, der Rest wird dann einfach durch ein bisschen Süßigkeit noch aufgefüllt. Und dann war es das auch schon. Bin ich sehr stolz, dass ich das quasi im Oktober wirklich tatsächlich schon alles zusammen habe. Also es gibt zum Beispiel auch, wenn das, also für meine Kinder ist es jetzt nicht so interessant, aber hier gibt es auch so kleine Dosen mit Fingermalfarben. Vielleicht wäre das dann auch was für den einen oder anderen. Müsstet ihr mal gucken. So, bei mir passiert jetzt tatsächlich nicht mehr viel Spannendes. Ich muss jetzt noch ein bisschen was am PC arbeiten und dann habe ich hier noch einige Bücher liegen, die ich durcharbeiten will und bekomme dann eventuell nachher noch Besuch. Ansonsten werde ich einfach alleine vor dem Fernseher sitzen und nebenbei mich durch diese Bücher durcharbeiten und mehr passiert heute tatsächlich auch nicht. Und der Vlog ist, glaube ich, auch schon lang genug geworden, weil ich so viel erzählt habe und euch so viel gezeigt habe. Deswegen beende ich den jetzt einfach und hoffe, dass er euch gefallen hat. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und auf einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns ja die Woche jetzt öfter durch meine Challenge. Und bis dann. Tschüss.